In letzter Zeit gab es vermehrt die Frage, ob ich auch eigene Cocktails kreiere und diese nicht mal hier vorstellen möchte. Es ist nicht meine Spezialität, aber klar, ab und zu spiele ich auch mal mit Zutaten rum, die hier so in der Bar stehen. Und manchmal kommt da was Trinkbares raus. Und weil gerade Brombeerzeit ist, gibt's heute meine Blackberry Coffee Margarita. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und die Blackberry Coffee Margarita habe ich im Juli 2020 kreiert und in unserer Facebook-Gruppe Cocktails und Barkultur vorgestellt. Wie ihr am Namen schon erkennt, bin ich A, nicht sonderlich kreativ, was die Namensfindung von neuen Cocktails angeht, und B, ist der Drink eine Erweiterung der klassischen Margarita. Das Video dazu findet ihr jetzt hier oben verlinkt. Damals, Mitte 2020, war gerade der australische Mr. Black Coffee Likör in Deutschland verfügbar geworden und ich habe zu dieser Zeit damit recht viel herumexperimentiert, vor allem klassische Rezepte getwistet. Hier ist am Ende ein Drink herausgekommen, der sich von der klassischen Margarita schon recht weit entfernt, der rauchigen Mezcal anstelle von Tequila, eben den Mr. Black Coffee Likör anstelle von Orangenlikör, zusätzlich Brombeeren und eben etwas Zucker in Form des Agavensirups einsetzt. Mir hat der Drink damals sehr gut gefallen, auch in der Gruppe ist er gut angekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und deshalb stelle ich ihn euch heute vor. Der Drink wird geshakt. Wir brauchen also zunächst die kleinere Seite, die Oberseite unseres Shakers. Und wir beginnen mit den Brombeeren. Ich habe hier 8 mittelgroße Brombeeren. Die kommen in den Shaker. Und dann unser Agavensirup. Davon brauchen wir, wo ist es denn, einen guten Barlöffel, das ist dann ungefähr ein halber Zentiliter. Ist jetzt noch einiges im Jigger, aber das wird sich gleich mit den anderen Zutaten herausspülen. Das, was hier drin ist, reicht, um die Brombeeren erstmal zu muddeln, damit der Saft hier schön austritt. Diese süß-säuerliche Geschmackskombination der Brombeeren. So, das sollte reichen. Den Rest macht dann das Eis beim Shaken. So, und jetzt kommt Limettensaft dazu. Davon brauchen wir 2 Zentiliter. Na, hier ist der Speedpourer irgendwie. Hat keine Luft bekommen. So, weiter geht's mit unserem Kaffee-Likör. Davon brauchen wir 3 Zentiliter. Und von unserem Mezcal, davon 6 Zentiliter. Dann schnappen wir die Unterseite unseres Shakers und geben da Eis hinein. Flüssigkeiten oben drauf. Wir verschließen den Shaker, so dass hier eine gerade Kante entsteht. Dann geht er nachher leichter auf. Und das Ganze kriegt jetzt 10 bis 15 Sekunden. So, der Shaker ist eiskalt, dann ist das die Flüssigkeit im Inneren auch. So, ich habe hier eine vorgekühlte Cocktailschale. Wir schnappen uns den Hawthorn und den Feinstrainer und dann seihen wir den Drink ab. Wunderschön, oder? So eine richtig sattrote Farbe. Ich habe als Garnitur hier noch 3 Brombeeren auf einem kleinen Cocktailpick. Und ich habe hier für euch die Blackberry Coffee Margarita.
Ja, ich freue mich sehr aufs Probieren. Also, man hat natürlich gleich am Anfang die rauchige Note vom Mezcal in der Nase und jetzt auf der Zunge diese typischen Kaffee, diese Röstaromen aus dem Likör. Und dann kommt auf der Zunge dieses saure Süße von den Brombeeren, natürlich auch vom Limettensaft, vom Agavensirup. Das ist ein wunderschönes Aromenspiel mit den erdigen Noten vom Mezcal. Sehr intensiver Drink, sehr würziger Drink. Trotzdem frisch. Das ist wirklich diese tolle säure-süße Kombination, die Brombeeren mitbringen. Mag ich unheimlich gerne. Ja, wie gesagt, mir gefällt er auch optisch sehr gut. Ich würde sagen, es ist eine meiner besseren Kreationen. Aber interessiert mich natürlich, was ihr dazu sagt. Wenn ihr ihn nachmischt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob er euch auch gefallen hat. Ja, das war's für heute. Alle verwendeten Produkte findet ihr jetzt im hier oben verlinkten Tresenwesen Online-Shop, die Kanalmitgliedschaft findet ihr unter dem Video. Wenn euch gefallen hat, was ihr heute gesehen habt, dann lasst mir doch gerne einen Like da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Im Abspann gibt es die Playlist mit weiteren von mir kreierten Cocktails. Ich sage danke fürs Zusehen heute. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers!